So, willkommen zurück zu Borderlands 3. Ja, der Severin ist auch noch da. Jo. Keine Angst, der steht da noch. Los. Ja, er ist immer noch da. Ja, er ist nicht weggelaufen, ne? Nee. So, letzte Folge hatten wir ein bisschen Intro und Claptrap und ja, wie es so bei Borderlands ist, ne? Viel Gelaber. Besonders von Claptrap, der hört sich aber selber gerne reden. Ja, und jetzt geht's weiter. Komm. Ja, und jetzt ja, geht's weiter. Weiter, los. Komm. Darf nicht. Muss auf dich, glaube ich, warten. Warte mal. Leise Countdown 5. Ah, jetzt geht's. Okay. Bei mir kam gar nichts. Ja, du bist halt nicht der Host, ne? Hostvorteil. Ich schlage das Lager auf und sammle Informationen zu den Kalypsis. Finde den Sonnenklopper Kriegsleute, lauft das schon alle? Was nötig ist, um auf die Karte zu kommen. Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ich gehe Müll abhängen. Naja, also, was haben wir hier? Abhängen. Dieser Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bei Flott. Aus Borderlands 2. Ja. Hast du etwa den zweiten Teil nicht gespielt? Doch, doch. Ich wollte gerade sagen, Sanctuary haben wir gerade hier von, na, The Walking Dead. Ja. Alles mitnehmen. Achso, erstmal verkaufen hier, ne? Kann man nicht irgendwo? Hätten, vielleicht mir irgendwas an, ne? Ich weiß nicht, wo Markus hier ist. Ja. Ah, hier. Du willst kein Geld mehr für Respawns ausgeben? Ich hab die Lösung. Hier wird sich nicht umgeschaut. Hier wird gekauft. Ich sehe schon. Ich kann dir das auch gut schreiben. Oh ja, C, verkaufen. So, den wollen wir mal verkaufen, ne? Einfach verkaufen. Ich verkaufe auch gerade hier. Hat er die vielleicht noch nicht verkaufen sollen, aber. Den Granatenbot muss ich doch noch ausrüsten, siehst du? Ohne ist man einfach nur ein Leihei. Zu! Wissen wir das bei Pulver? Okay. Und jetzt hier. Mit. Dann können wir die jetzt wieder verkaufen. Und wieder ein Top-Angebot. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Markus. Ich muss mal kurz meine Granate testen. Ah, die explodiert bei Aufprall. Auch sehr nett. Was geht, Killer? Nix. Wir gehen jetzt. Zwar bei der Mission machen. Oh. Ja, die haben auch nur einen Schussbetrieb. Super. Kann ich auch beide wieder aussuchen. Ah, hier vorne stellen. Den Loop der machen, ne? Oh, oh. Über den Shit. Ja, ja, der Lootfinger wieder, ne? Da ist er schnell. Da ist er aber richtig schnell. Oh, ich hatte jemand Post. Post? Ja, ja, Briefkasten, ne? Warte mal. Heben wir hier damit. Ah, schade. Ein Fahrzeug kann man sich noch nicht holen. Schrotflinten. Wir sind hier nur mumpeln. In der Tür. Ah, in der Tür. Oh, jetzt habe, glaube ich, zwei Schrotflinten ausgerüstet. Das will ich nicht. Aha.
Jetzt hier eine Waffe, ne? Ja. Unbegrenzte Magazingröße. Waffe erhitzt sich und ist irgendwann kaputt. Schüsse bis Defekt 59. Ah, okay. So. Alter. So, wie sieht's aus mit dem Skillen? Ja, aber mal reingucken, oder? Ja, gucken wir mal rein. Ich habe in der Pause schon mal kurz reingeguckt, weil du ja noch nicht da warst vorhin. Moose hat zu Beginn mehrere Action-Skills zur Auswahl. Moose Mac Iron Bear kann mit einer Reihe von Action-Skills-Fähigkeiten ausgestattet werden. Kombiniere Skills und verdopple einen mächtigen Favoriten. Rüste Action-Skills bei beiden Iron Bear-Slots aus. Okay, weiter. Überspringen wir mal. Ja. Was haben wir denn? Minigun. Railgun. Oh. Oder ein Granatwerfer. Nee, ich nehme die Railgun, glaube ich. Oder Lenz hat sich geschlossen. Dein Ernst? Ja. Es sind. Ja. Jo. Senden und Neustart. Ja, wir sind super vorbereitet. Ja, wieso? Wenn's abstürzt dafür ist, kannst du nichts, ne? So. Wieso hätten wir immer noch Action Skill einschalten? Ah, warte mal. Geil, zwei Waffen. Wie kann ich das einsetzen? Ja, dann warten wir mal kurz hier. Ja. Ist ja auch geil, dass ich keine Möglichkeit habe, hier kurz zu skippen. Also kurze Pause zu machen. Ja, ich bin sofort da. Wenn ich so reinkomme, weiß ich ja nicht. Boah, soll eigentlich funktionieren. Warte mal. Social. Einladen. Beitreten. Ich hab schon auf Beitreten gedrückt. Ja. Wo bist du? Ah. Wieso bist du da hinten? Ja, dann gehört der Loot hier wie alleine. Nee, ich muss erstmal den Typen ausfüllen. Ich jetzt vielleicht weiter vorne. Da sind Skags. Wo es da geht. So. Ach, guck. Ach, da ist er ja. Hallo. Hallöchen. Guck mal, warte mal ganz kurz. Hier sind Hundis. Ja, ich muss aber meine Skills reingehen jetzt. Da hat er mich rausgefeuert. So. Was ist das denn hier? Ich guck mal, ob hier noch Blut irgendwo rumdümpelt. Oh ja. Ah, Claptrap. Mein Automat ist kaputt. Soll ich da Gewinn machen auf diesem öden? Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Aha. Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Haben wir noch eine Mission angenommen, ne? Ja.
identifiziere das Problem. Was ist das? Hä? Der liebenswerte alte Markus braucht deine Hilfe bei der Reparatur eines Automaten, der von ein paar Banditen geplündert wurde. Als Belohnung winkt dir Zugang zu seinen unerschöpflichen Vorräten an tödlicher Munition. Ein Hoch auf den Kapitalismus. Ja, aber... Ach, hier hinten muss ich hin. Ich geh mal schon kurz gucken, ne? Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Basis-Äxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Wie konntest du das jetzt einsetzen? Oh, und wenn du dich auf F habe ich aus Versehen gedrückt. Besorge eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Zum Angriff! Ich weiß gerne, Alter, mit wem ich arbeite. Wieso bist du ein Kammerjäger geworden? Halte! Das ist schon geil. Na Jungs? Wollt ihr spielen? Bleib liegen, Lusche. Wir sind voll die Hundeprofis. Jetzt schubst du. Da sieht der Loot und wird gleich zur Bestie wieder. Durchgerutscht. Weißt du, wie das ist? Boah, ich denke, ich griff mir an. Alles mit dem. Ja, das war nicht ne? Für die Mission, ne? Wir laufen ja total falsch. Ja, wir mussten ja mal unsere Fähigkeiten zeigen, ne? Ja. Welche Mission müssen wir? Müssen wir jetzt am besten hin? Warte mal. Oh, hier hinten. Solche gleich hier vorne. So, gehen wir mal dahin. Schön Wirbelsäulen abkassieren. Voll der Predator hier. Hierher, Wauzi, Wauzi, Wauzi. Da ist ein Schockskack. Jetzt hol dir seine Wirbelsäule. Oh, Alter. Na los, nimm sie. Mir macht es doch nichts aus, in Eingeweiden zu wühlen. Sehr gut. Bring sie zurück zur Maschine und mach schnell. Sehen wir noch was?
Also müssen wir noch eine menschliche Wirbelsäule finden, oder nicht? Steve, leist mir mal deine Wirbelsäule, bitte? Vielleicht hat er ja eine gefressen. So, das hätten wir dann auch. Müssen wir wieder Heile machen, ne? Okay, installiere die Wirbelsäule. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Okay. Gute Jagd. Dankeschön. Alter, was ist das? Waffen für jeden Geschmack bei Marcus Munitions. Erzähl deinen Freunden davon und deinen Freunden. So, kurz mal bei den Waffen gucken. Deck des Tages. Schick, schick. Egal, verkaufen wir ein bisschen. Oh, ich hab Kopf. Wenn du dir die Taschen füllst, werden sie aber nicht kugelsicher. Du hast es schief gezeigt, Nikon. Ich wusste, dass du es drauf hast. Shopping! Da gibt's übrigens viele interessierte Käufer. Das Inventar kommt und geht. Nur Geld bleibt ewig. Den hier gefunden. Markus Pummel. Ja. Bisschenmeisterkopf. Jausa! So, weiter? Die Sonnenklappe und so? Jo. Okay. Da kommen wir nachher in die Garage, ne? Ja. So, der bestimmt eh hin. Aber jetzt war da hinten das fertig. Jo, jo. Liegt doch noch was. Eine Granate. Wird dein Skag, denke ich immer, hier kommt Gegner. Ja, es ist. Nervig. Oh, ich habe noch einen Skillpunkt. Wow. Oh, Brandschaden. Warte mal. Komm mal kurz her. Ich will mal was ausprobieren. Komm mal kurz hier runter. Ob du da einsteigen musst oder nicht. Guck mal auf den Rücken von dem Ding. Soll ein bemanntes Geschütz gerade sein. Kannst du da reinsteigen? Bist du da drinne? Jo. Da müssen wir hoch, ne? Siehst du, ne? An der Seite. Wo wir sind? Achso. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Geh doch hier lang! Jetzt ist Feierabend. Jetzt muss ich raus. Oder lang? Ja. Ach, hier! Ja, Entschuldigung, kurze Planlosigkeit. Scheiße! Das ist das Lager der Sonnenklopper. Aber die Kinder der Kammer sind schon hier. Sie dürfen die Karte nicht mitnehmen, Killer. Ich bin der Speer des Königs! Tod für alle.
kann auch ewig zuhauen. Du kriegst dir das bestimmt. Ich bin hier scheiße gedrückt. Ich schalte Kammerdiebe auf. Ich glaube, mit Pau, ja, mit Pau kannst du zuhauen. Genug der Fanfare. Ich hab zu tun. Ich mache euch alle mit Tod bekannt. Wieso haust du die nur noch? Nee, wenn ich nicht dran bin. Was so? Und so auch so leicht weg ist, weißt du denn? Ist doch gut. Verschämt viel Glück, Poser. Hat er mich gerade Poser genannt, Alter? Suche Deckung! Alter, mein Aim ist gerade voll für den Arsch. Aber Loot geht immer. Oder welche? Alles voll hier, Level 5 und Level weiß ich was alles. Oh. Unten. Krieg mal Hallo sagen. Ja, ich glaube. Bitte. Bitte bis an. Ja. Manchmal wird man gejagt. Alter, die sind hier so am Rumtingeln, ne? Etage höher, bitte. Oh, hier geht's gar nicht höher. So. Weiter geht's. Hallo? Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Warte, wollen wir erstmal hier ein bisschen looten? Rette mich! Gab's da noch was? Ich bin überall vorbeigelaufen die ganze Zeit. Oh, hier sind noch ein paar Schränke. Hallo? Oder hast du alles mitgenommen unten? Ich will eigentlich noch nicht sterben. Unten glaube ich noch nicht. Ne, hier ist auch noch eine Kiste. Ja. Ja, allgemein, ich bin überall vorbeigelaufen. Leute, das ist nicht witzig. Nicht sehr. Er macht auch einen Stress hier, ne, der Typ. Mann, ja. Mann, Mann. Ja. Komm ich mit ihm mit. Ja, ist doch gut. Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so. Nerv doch jetzt nicht. Hilf mir doch jemand. Damit meine ich dich. Wieso noch? So, wollte ich gerade sagen. Hier so noch. Aber noch einen Skillpunkt zu vergeben. Ich würde dich runterholen, wenn du in Not wärst. Das ist aber nett, dass der uns runterholen würde, wenn wir in Not wären. Dir würde er meinen runterholen. Keine Angst. Ja, ja, klar. Okay, das ist ja ein ganz toller Streich. Wir hatten alle einen super Spaß. Bis auf mich.
Bitte lass mich runter. Ja, ja, du entspann dich. Blut geht vor. So. Geld kriegst du, glaube ich, auch trotzdem, werde ich Geld einsammeln, ne? Kann ja, das ja sein? Schon mal ganz gut. Oh, hier ist ja wirklich alles offen hier hinten schon. Hilf mir doch jemand! Ja, das geht alles, da hat, geht alles da automatisch auf. Ja, 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 ja. Da müssen die Entwickler mal ein bisschen dran arbeiten. Ja, habe ich doch gesagt. Es geht doch nicht, dass sie die ganze Zeit auf der Kisten spawnen. Du kannst mir entweder helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden oder so. Oh, dein Skeck mag mich. Guck mal, hier sogar eine geschlossene Kiste. Leute, das ist nicht witzig! Nicht sehr! Alter, wenn du so weitermachst, rennen wir dich erst in der nächsten Folge. Würde ich aber auch sagen. So, genau, hier ging, hier geht's ja runter. Ja, die machen wir doch. Ey, 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 Leute, Leute, was ist denn los? Der Tod ist eine natürliche Sache. Wie suchst du da ganz runter? So, jo, weiter. Ich komme wieder zu dir, ne? Ich bin runtergekommen gerade. Ah. So. So, dann schalte ich wieder lang. Ja. Damit meine ich dich! So, jetzt hat er es übertrieben. Jetzt rennen wir das in der nächsten Folge. Nee, das geht so nicht. Zerbrechlich zu sein. Wie habe ich das gemarkert? Ah, jetzt ist es wieder weg. Gut. Ich war einmal kurz die falsche Taste. Hilfe! Lass dich hoch. Hopp, hopp, hopp. Nö, ich geh wieder hier lang. Guck, ich war genauso schnell wie du. Da war ich davor noch geschickt habe gerade. Oh, hier sind noch Kisten. Jaha! Mann, 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 ja. Das ist ein Fernseher. Leute, das ist nicht witzig! Nicht sehr! So, dann haben wir es mal wieder gepackt für heute, ne? Okay. Schon? Ja, wir sind bei 30 Minuten. Bitte lass mich runter. Also 29. Ja, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Ja, dann lass mich da vorne noch hinlaufen. Hinlaufen, denn, ja. Na gut. Das sind die zweite Folge. Dritte Folge ja schon. Nee, ach, die zweite. Nee, in die dritte geht's denn. Ja, aber jetzt sind wir in der zweiten noch. Ich würde dich runterholen, ja, jetzt. Wenn du. Hier ist doch keiner safe. Wenn du in Not wärst. Komm hier nicht rüber. Hier hoch, ja. Wo willst du denn hin, Alter?
Ja, in der nächsten Folge. So, dann. Ja, dann wieder mal vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Genau, bis dann. Ciao.